Sie sind nun wirklich nicht neu, erleben aber gerade ein kleines Revival. Teardrop-Anhänger. Was so eine Schlafstadt für zwei auf Offroad-Reifen kann und was nicht, dieser Test soll es zeigen. Der Carretta stammt aus der türkischen Anhängerschmiede namens Basoglu und soll dank kernigem Äußeren, Dachträger mit Ersatzrad und MT-Bereifung auch für eine erhöhte Pulsfrequenz bei Overländern sorgen. Im Mammut Offroad Park dürfen wir ihn mit ausdrücklicher Erlaubnis des Deutschland-Importeurs hart rannehmen. Und das ist deutlich härter, als man dem kleinen Ei ansonsten zumuten würde. Aber wir wollen eben ausprobieren, wie sich der 750 Kilo leichte Carretta im Gelände schlägt. Schnell wird klar, er sieht hinter dem massigen Navara nicht nur aus wie ein Floh, er hüpft auch so. Bodenwellen quittiert der Hänger mit ausgiebigen Sprüngen und das schon bei 30 km/h. Grund dafür ist die einfache Achse. In der Einsteigerklasse der Offroad-Anhänger bedient man sich ganz üblicher Anhängerachsen. Die haben ein Federelement, das hier oben drin sitzt. Das ist im Prinzip ein Gummielement. Optional, beziehungsweise bei den hochwertigeren gibt es dann auch noch einen Stoßdämpfer dazu. Die haben einen sehr geringen Federweg. Das sieht man auch hier, wie nah das Radhaus im Prinzip am Reifen dran ist. Und weil er eben so wenig Federweg hat und recht hart gedämpft ist, entwickelt der Offroad ein großes Eigenleben. Und wenn permanente Belastungen da sind, auf Pisten zum Beispiel, dann kann dieses Kunststoffelement da drin auch eben sehr heiß werden und fast schon schmelzen. Doch so sehr der Trailer auch bockt, im Zugfahrzeug merkt man davon erstaunlich wenig. Auf normalen Straßen läuft der Carretta dann auch bei höheren Geschwindigkeiten einwandfrei hinterher. Ein weiterer Pluspunkt des übersichtlichen Teardrops: mit 4,20 Meter Länge, einer Höhe von 1,98 Meter und einer Breite von 1,60 Meter lässt er sich problemlos rangieren, vorausgesetzt der Fahrer kennt sich ein wenig mit Anhängermanövern aus. Wenn nichts mehr geht, könnte man ihn aber auch per Hand dirigieren. Der Carretta besitzt im Gegensatz zu den Offroad-tauglicheren Modellen aus Südafrika oder Australien eine herkömmliche Kugelkopfkupplung. Die reicht aber völlig aus, selbst bei extremeren Manövern kommt sie noch nicht an ihre Grenzen. Und mehr würde man mit seinem Anhängsel wohl sowieso nicht wagen. Außerdem erfreulich, selbst Wasserdurchfahrten, bei denen der Spiegel über die Türen steigt, übersteht der Trailer ohne Wassereinbruch, wie sich später zeigen sollte. Nachdem wir das kleine Ei kreuz und quer durchs Gelände gezerrt haben, ist es Zeit für eine ausgiebige Wäsche, denn jetzt soll es gleich um die inneren Werte gehen. Fast wie neu macht der Carretta rein optisch einen guten Eindruck. Außerdem positiv, der Dachträger ist massiv angebolzt und kann mühelos einiges an Equipment tragen. Man sollte dabei allerdings die Zuladung von 250 Kilo für den gesamten Trailer im Auge behalten. Abzüge gibt es dann für die exponierten Rückleuchten. Bei unfreiwilligem Kontakt mit kräftigen Ästen leuchten sie ganz sicher nicht mehr lange. Der Innenraum bietet nicht allzu viel, aber immerhin erfüllt er mit der 1,50 x 2,5 Meter messenden bequemen Liegefläche und den Schränken seinen eigentlichen Zweck, nämlich ein trockenes, behagliches Obdach für zwei Reisende zu sein. Indirekte Beleuchtung sorgt für Gemütlichkeit, über Steckdosen kann elektronisches Equipment aufgeladen werden und mittels Panel hat man alles unter Kontrolle.
Gut, an beiden Türen gibt es Rollos und Moskitonetze für die Schiebefenster. Bei Hitze kann quer gelüftet werden, lässt man die Türen offen stehen. Und auch hier bleibt ungebetener Besuch von nervigen Mücken draußen. Allerdings sind die großen Netzrollos ein Extra. Wie bei allen Teardrop-Anhängern üblich, befindet sich die Outdoor-Küche im Heck. Das Dometic-Kochfeld mit Spüle allerdings gibt es nur gegen Aufpreis, ebenso wie die Kompressor-Kühlbox. Und auch die Rollläden für die Staufächer sind nur als Extra zu haben. Für weitere 1240 Euro auf der Optionsliste eine Standheizung. Etwas mehr Ausstattung könnte man bei einem Basispreis von 14.450 Euro dann schon erwarten. Ansonsten ist die Küche gut nutzbar, vorausgesetzt es regnet nicht. Dann läuft das folienbeschichtete Holz der Schränke Gefahr aufzuquellen. Einen deutlichen Minuspunkt gibt es für die Elektrik im Gaskasten vorn. Ein billiges Ladegerät, eine einfache Starterbatterie, das geht heute klar besser. Alles in allem aber erfüllt der Caretta seine Funktion. Ein gemütliches Schlafzimmer mit Stauraum und Außenküche. Die Verarbeitungsqualität geht angesichts des Preises in Ordnung und für den soften Geländeeinsatz ist der kleine Anhänger allemal zu gebrauchen. Mehr zum Caretta gibt es im Explorer 6 2018. Ein ausführlicher Vergleich von drei unterschiedlichen Anhängerkonzepten folgt in der kommenden Ausgabe und dann auch hier in unserem YouTube-Kanal.